Darf ich jetzt mit einem Raketenwerfer spielen? Weitere feindliche Einheiten bei dem Gebäude! Feuer eröffnen! Wie wär's, wenn ich mit dem Raketenwerfer spiele, hä? Shit! Eine weitere Sperre! Erledigen Sie sie! Ich hab's gemerkt. Aber ich habe einen zu hohen Pilz. Noch mehr Gegner! Okay, reicht's jetzt? Da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ich weiß nicht. Ich kann das Teil hier nicht benutzen. Und da vorne. Er wird mich verarschen. Die standen da unten und ich musste die Leute von oben da schießen. Ja, mach ich doch. Wir stehen unter schwerem Beschuss und brauchen Unterstützung. Jo, tut mir jetzt aber echt leid. Schalten Sie die Typen mit den Raketenwerfern aus, bevor sie uns reinäschen. Ja, manchmal müsst halt ihr auch ein bisschen warten. Ich gebe mir doch schon Mühe. Nicht nur ihr. Wiederholen! Stehen unter Beschuss! Hilfe! Ja, genau. Schon klar. Also die Mission ist schon wieder so ein richtig scheiße. Position! Wiederhole! Position wechseln! Schnell! Wechseln Sie die Position! Wir stehen unter schwerem Beschuss und brauchen ja. Ist ja schön, dass wir das mittlerweile wissen. Ich probier's. Wir werden angegriffen! Helfen Sie uns! Stehen unter Beschuss! Wiederhole! Stehen unter Beschuss! Fünf. Hilfe! Besser so. Die nervigen Nervensägen. Wer oder was schießt da auf mich? Ey, das ist so unlogisch, weil ich meine, er schlägt, ja. Jeder andere hat ein Messer dabei. Aber ihm haben sie nur die Faust gegeben. Wenn du nicht bald deine Fresse hältst, ja. Von hier oder von da drüben oder von wo? Ja, natürlich. Ist schon klar. Ich deine Fresse ins Deck, ich bring dich so um. Soll froh sein, dass ich überhaupt was für ihn mache. Ja, natürlich. Gut. Eine Straßensperre kannst du selbst. Geben. Beeilung! Wechseln Sie die Position! Ja, ja. Hey, halt die Fresse. Ein wenig Unterstützung könnte nicht schaden. Und ein bisschen Klappe halten könnte auch nicht schaden. Ja, das ist eine noch sehr schöne Mission. 110 Puls. Wir können weiter. Wechseln Sie die Position, um uns Deckung zu geben. Beeilung! Wechseln Sie die Position! Wo hat der jetzt auf einmal wieder den 115er Puls her? Hey, Razor 6-4! Ein wenig Unterstützung könnte nicht schaden! 5.
Dem eine. Und dem eine. Gut, und dann haben wir es eh schon. So. Ich hoffe, die Mission ist bald vorbei, weil die ist echt zum Kotzen. Danke fürs Interesse. So, ich... Siehste, solche Leute, meine ich, sind so ziemlich Arschlöcher, die man am liebsten... Die ganze Zeit immer nur um Hilfe betteln und selbst nie was dafür tun würden. Scheiß Schnorrer. Das ist vielleicht ein bisschen falsch, aber... Naja. So. Also ich würde mal nicht sagen, dass diese Mission ein Erfolg ist. Hervorragende Arbeit! Wir sind fast durch! Legen Sie unter der Straße Sprengladungen und schützen Sie sie, sobald wir vorbei sind! Dann haben wir Ruhe! Ja. Nummer 1 ist bereit. Fahre mit Nummer 2 vor. Ach, nee. Auf den Laster! Wir verschwinden von hier! Okay. Ja. Yeah. Auf den Laster! Wir verschwinden von hier! Natürlich. Also wenn das jetzt nicht scheiße geendet war von denen, das ist ja echt mal erbärmlich. Ja, gut. Nächste Mission. Neues Geheimnis gefunden. Das finde ich ja... Exzellent. Delta 3 und Razor 64 haben den Auftrag, den Abbau von Black 235 in der Anlage zu bestätigen. Außerdem müssen sie die Zivilisten befreien, die dort von den Regimetruppen zur Arbeit gezwungen werden und die Mine zerstören. Während das Angriffsteam das Gebiet in einem gestohlenen feindlichen Laster infiltriert, leistet ihnen Razor 64 Unterstützung, indem er die Wachposten außerhalb der Anlage neutralisiert. Mhm, wenn es weiter nichts ist. Es ist soweit, Männer. Wir gehen schnell und präzise vor, damit wir Luft haben und schneller vorrücken können. Wells, Sie bereiten das Gebiet vor und schwächen die feindlichen Stellungen vor der Basis. Delta 3, wir haben anschließend das Vergnügen, den Rest dieser Arschlöcher da drin auszulöschen. Wir befreien die Zivilisten, identifizieren das Erz und machen diesen Ort dem Erdboden gleich. Scheitern ist keine Option. Natürlich. Hier Razor 64. Wo habe ich jetzt auf einmal den Scharfschützen gewesen? Ich habe den gegnerischen Wachposten von Delta 3 getrennt. Wurde noch nicht entdeckt. Brücke zu Overview 7-2 vor. Wurde noch nicht entdeckt, fast entdeckt schon. So. Oh, 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 oh. Scheiße. Tiene una hermana. Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presento. Sehr schön. Ficken sollst du dich. Ich werde mich garantiert hier nichts irgendwie... Kobarde. Wo sollen die überhaupt sein? Oh gut, dann machen wir das Ganze mal ein bisschen anders, auf die altmodische Art. Oh, das sind doch ein bisschen mehr, okay. Ja, ja. Ich hab dich ja nicht getötet, gell? Nein, nein, hab ich nicht. Dich habe ich auch nicht gleich getötet. Die muss so viel aushalten.
Natürlich, wo kommen die denn her? Gut, dass das nicht aufregt. Nein, nein, das regt nicht auf. Wenn du jetzt kein Headshot wirst, dann hätte ich nochmal re-gequickt. Wir haben es durch Wachposten 2 geschafft. Alles verläuft nach Plan. Natürlich. Sollen wir hier irgendwas sprengen oder so? Mhm. Ist sehr schön so. Und mir geht's dreckig und muss da irgendwelche asozialen Sperma verseuchten. X-Gebieten durchgehen. Fünf. So. Na, wunderbar, aber... Wir werden dieses Ereignis erst nächstes Mal feststellen können, denn ich beende jetzt hier die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschaußen. So, nochmal kurz quick gesaved. Also bis dann. Tschaußen.